Wir sind hier beim Abbau des Schildes. Ich würde mal sagen, der Markus kommt gut voran hier. Das ganze Schild ist in einwandfreiem Zustand. Hans fängt jetzt an mit dem Hammer. Der Rudi hat die Bauaufsicht und ich sag mal, hier haben wir das Haar. Da ist das O. Da ist ein L. Da haben wir zwei L. Hier haben wir das A. Und da ist das N. Und am Ende das D. Und das Ganze ergibt Holland. Großzeche Holland. Wattenscheid. Wir haben hier alles zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank nochmal an den Polier, Herrn Knoppe. Und all in mit Feuerlöscher und Bauleitung. Glück auf, der Steiger kommt und der hat sein helles Licht bei der Nacht und der hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Das gibt einen Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut sein, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht aus Felsgestein, aus Felsgestein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, doch dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht, dem sein wie Holz, dem sein wie Holz. Ade, nun ade, lieb Schätzelein. Und da drunten in dem tiefen, finsteren Schacht bei der Nacht, und da drunten in dem tiefen, finsteren Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk ich dein. Und kehr ich heim zum Schätzelein, dann erschallet des Bergmannes Gruß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Wir Bergmannsleut, seins Kreuz, brave Leut, denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht, denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Glück auf, Glück auf. Glück auf.